Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es geht langsam los, das Live-Event steht vor der Tür. Habe ich, glaube ich, auch beim letzten Video schon gesagt. Aber heute ist ja auf jeden Fall ein Update erschienen zu dem Live-Event. Beziehungsweise zu allgemein, allgemein zum... da sind auf jeden Fall einige Informationen, die mit dem Update auf jeden Fall gekommen sind. Unter anderem weiß man jetzt, wann die Verlängerungsherausforderungen jetzt endlich online kommen werden. Und zwar wird die Season ja endlich verlängert, also offiziell verlängert. Oh, what the fuck, ich dachte, ich bin auf der Spitzhacke. Und die Verlängerungsherausforderungen beginnen auf jeden Fall am 8. Oktober um 15 Uhr und enden am 13. Oktober um 20 Uhr. Und das ist sehr komisch, weil beim Battle Pass wurde jetzt offiziell, wurde es auf jeden Fall aktualisiert. Da steht auf jeden Fall nicht mehr 6 Tage oder so. Da steht jetzt nur noch 11 Tage bis zum Season-Ende. Das bedeutet, das endet am 13. Oktober. Und Freunde, das ist ein bisschen seltsam, denn das Live-Event findet gleichzeitig beim Season-Start auf jeden Fall statt. Und also in den letzten Tagen ist ja einiges rumkursiert von wegen ja, das Live-Event beginnt, wenn die neue Season startet, und das stimmt sogar, weil wie gesagt die Season 11 startet am 13. Oktober und gleichzeitig ist das Event auf jeden Fall auch am Start. Und wenn ich das mal finde, blende ich euch mal den Ablauf, der geleakt wurde, zum Live-Event ein. Und zwar sehen wir dort also dass es so ablaufen wird. Man bekommt erstmal ein paar Stunden oder Minuten vorher den Alarm. Danach bekommen wir einen weiteren Alarm und dann startet auf jeden Fall die Rakete, also wie in der Season 4. Also ich denke mal, die Rakete wird jetzt nicht so krass sein, aber mich interessiert einfach den Meteorit, was mit denen auf jeden Fall passieren wird. Dann werden wir im Live-Event außerdem noch teleportiert in die Ferne, das sehr, sehr, sehr weit entfernt ist von der normalen Karte. Oh, Bruder muss los. Das sehr, sehr, sehr weit entfernt ist von der normalen Karte. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber das kann nur einfach eine neue Map bedeuten. Und dass wir einfach von der Ferne sehen können, wie unsere Karte einfach den Bach untergeht. Und das ist auf jeden Fall eine gute, damit wir eine gute Übersicht haben, was alles so auf der Karte da geschieht beim Live-Event. Und bin auf jeden Fall mega gehyped auf das Live-Event. Wir wissen das offizielle Datum nicht, wann das Live-Event auf jeden Fall stattfindet. Und es ist immer auf jeden Fall, es ist immer noch kein Countdown da. Und man weiß immer noch nicht, wann das Live-Event auf jeden Fall stattfindet. Entweder am 6. Oktober um 20 Uhr oder wie gesagt am 13.10. Ja doch, am 13.10. am Sonntag um 20 Uhr. Es ist auf jeden Fall immer noch nicht bekannt. Aber kommen wir auf jeden Fall zu einer weiteren Information. Und zwar ist zurzeit das Peely Bundle verfügbar mit einem integrierten Emote und den Skin natürlich. Dann nochmal ein Herausforderungspaket, wo man auch 1500 V-Bucks sich freischalten kann. Und Bruder. Nein! Oh, das Wetter-Rain, Bruder, muss los. Was passiert hier, Bruder? Lost. Oh, der ist hier, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber der, nein, der ist hier oben. Okay. So. Der 38er, das ist lächerlich. Ach du Scheiße, nee, oder? Oh mein Gott, der ist One-Shot. Und... das kann man sich auf jeden Fall für 15 Euro geben. Oh, Scheiße, der gönnt sich. Geht doch, Alter. Meine Fresse, Alter. Jedes Mal dasselbe. Jedes Mal, Alter. Immer wenn ich einen Gegner killen will, muss ich immer Schaden kassieren. Aber das ist auf jeden Fall zurzeit im Shop verfügbar. Dann, wie gesagt, es wird auf jeden Fall Verlängerungsaufgaben geben, wo wir auch weitere Stile für die Battle Pass Skins auf jeden Fall uns freischalten können. Unter anderem auch den weißen Stil für den Wissenschaftler Skin. Wenn ich die Aufgaben für diesen Skin auf jeden Fall finde, also diese Aufgaben finde, wie man den Skin auf jeden Fall freischalten kann, wie man den Stil auf jeden Fall von dem freischalten kann, dann blende ich euch mal das ein. Und man muss auf jeden Fall dort Live-Tapes
irgendwie einsammeln und die Hauptkonsole in das Depot aktivieren. Habe ich ja bei einem Video, glaube ich, gezeigt. Wenn nicht, dann werde ich das auf jeden Fall im Laufe des Matches, wenn die Zone dort in das Depot ist, zeigen. Und ansonsten, ach so, ja, die Season 11 steht ja wie gesagt vor der Tür und gleichzeitig findet auf jeden Fall auch noch das Halloween-Event statt und dort werden wir auf jeden Fall einige Skins noch bekommen. Ich blende euch mal die weiteren Stile und Skins für das Halloween-Event ein. Bruder? Oh, oh, lecker, köstlich, köstlich, schwächlich, Bruder, muss wirklich los. Bruder, weißt du, was ich mache, Bruder? Jawohl, geht doch. Und ja, da sind auf jeden Fall einige komische Skins dabei. Und wir bekommen auf jeden Fall eine Neon-Variante für den Skull Trooper. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die das auf jeden Fall umleiten möchten. Vielleicht werde ich mir den einen oder anderen Skin auf jeden Fall gönnen. Dann sind die Roboter zurzeit deaktiviert und viele wussten das nicht. Sie sind ja auf jeden Fall vom Virus infiziert worden. Und die werden auf jeden Fall weiterhin deaktiviert, falls es keine offizielle Nachricht weiterhin zu den Robotern geben wird. Ach Digga, scheiße, was soll ich mit... Ah nein, Digga, ich kann das nicht mitnehmen. Schade, Marmelade. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob die jetzt weiterhin, wie gesagt, gewortet werden bzw. nicht mehr im Spiel verfügbar sein werden, weil es ist eigentlich ganz okay jetzt. Es macht sogar mehr Spaß mit dem Skill-Based Matchmaking auch noch dazu Fortnite zu spielen. War das gerade ein richtiger Satz? Aber ich meine halt, ohne den Robotern und mit Skill-Based Matchmaking macht das eben mehr Spaß zu zocken. Und ihr seht auf jeden Fall, der Roboter landet und ist weg, direkt weg. Also, wenn sie landen, werden die direkt explodiert durch den Virus eben. Ansonsten weiß nicht, was neu gekommen ist. Ach, mit dem Update ist ja auf jeden Fall, sag schnell, wurde die Steinstoßpistole wieder hinzugefügt. Keine Ahnung wieso. Ich werde sie, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Ich habe sie auch nicht so gefeiert. Oh shit, der ist ein Schützer, oder? Ach nee, der ist ein Schützer. Oh shit. Ich glaube, der ist ein Schützer, ja. Schlecht gemacht. Und ansonsten gibt es nicht so viele Informationen. Wie gesagt, das Live-Event ist auf jeden Fall noch nicht so bekannt, wann das auf jeden Fall stattfindet. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit, habe ich den rasiert. Boah, taktische MP, Liebe, Digga. Oh mein Gott, 15 AP, 15 AP, Bruder, muss los. Oh, bleib doch mal stehen hier. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. Wenn ich nichts vergessen habe. Oh, Medikit, Digga, Kuss. Oh, Bruder, was ist hier los? Ich hoffe, dass ich zwei Videos jetzt raushauen kann an diesem Tag. Wenn nicht, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Und lassen auf jeden Fall eine Bewertung da. Endlich habe ich jetzt diese Aufgabe fertig, Alter. Mein Gott. Wo ist dein Loot jetzt, Bruder? Muss los, Bruder. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Gegner. So, Freunde, da haben wir auf jeden Fall den nächsten Gegner. So, let's go, bitte. Ich hoffe, ich sterbe nicht. So. So, let's go. Kann ich hier durch, ja? Oh, holy shit, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Heavy Sniper. So, zack. Nein, 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 Bruder, muss los, Alter. Oh shit. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Platzier doch. Hä? Ich kann nicht platzieren. Oh.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, 5 Kills. Holy Macaroni, Digga. Habe ich den anders rasiert mit der taktischen, Digga. Hier einmal alle Informationen für das Live-Event. Zum Beispiel wird es eine fixierte Zone zwischen Loot Lake und das hier geben. Dann wird das hier das Event-Titel sein. Und zum Beispiel das hier wird auch der Ladebildschirm für das Live-Event sein. Und dann wird das eine Beschreibung für die Aufnahmen einer Aufgabe sein, keine Ahnung. Let's go, buddy. Di-di-di-di. Okay, wir haben die nächsten Gegner, Bruder. Ich glaube, das sind 2 Stück sogar. Keine Ahnung, ich gehe auf jeden Fall pushen. Oh mein Gott. Bruder, sorry, es tut mir so leid. Ach, Digga, mein Aim, Bruder, auch lost, Alter. Ach, Digga, das ist so scheiße, Digga. Warum habe ich nicht zu Pump gewechselt, Digga? Und das waren die letzten. Och nee. Beziehungsweise das war der vorletzte. Ach du Scheiße. Egal, GG. Danke fürs Einschalten, Bewertung da lassen, nicht vergessen. Ansonsten Kuss geht raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Okay.